Wir machen heute eine Baustellenbesichtigung in der Bilker Straße. Wir befinden uns hier in dem Gebäude, in dem Clara und Robert Schumann mit ihren 7 Kindern gelebt haben und wo wir im nächsten Jahr, in 2023, das neue Schumann-Haus eröffnen können. Wir haben im Jahr 2019 mit dem Bau begonnen. Also es heißt, eine sehr behutsame Restaurierung eines historischen Gebäudes, das bislang noch niemals kernsaniert worden ist. Das heißt, wir haben tatsächlich die Originalteile hier noch vorgefunden, inklusive eines Museumsanbaus, damit wir hier unter den Erfordernissen des Jahres 2022 eine moderne Ausstellungsschau im nächsten Jahr dann eröffnen können. Wir haben im Heinrich-Heine-Institut über 1000 Exponate. Zum einen ist das Exponat Nummer 1 das Haus. Es ist eine Zeitkapsel, könnte man sagen. Wir werden sehr viele interaktive Stationen haben, multimediale Touchscreens, aber natürlich auch einen 5-sprachigen Audioguide, immer wieder Hörstationen und Hörfeature. Und wenn man eben handgeschriebene Originaldokumente sieht, dann wird auch entsprechend dieses Stück auch zu hören sein. Und ich glaube, das ist besonders schön und wir hoffen auch, dass es anrührend werden wird. Inklusive einer Schatzkammer, die wir als Wunderkammer eingerichtet haben. Das heißt, es soll nicht nur ein Erlebnis sein, sondern auch wie ein Dialog mit den Originalen. Also auch Staunen gehört zum Museumsbesuchererlebnis dazu. Die Eröffnung ist jetzt absehbar. Wir werden im zweiten Quartal 2023 eröffnen können, auf jeden Fall vor der Sommerpause. Und ich freue mich schon jetzt auf eine große Eröffnungsveranstaltung im Haus, auf der Straße, vor der Tür. Und Sie sind dann sicherlich alle herzlich eingeladen.